Hallo und herzlich willkommen bei den Erfolgsgeschichten von Digistore24. Mein Name ist Sven Platte. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Digistore24. Ich freue mich heute hier, Bodo Schäfer begrüßen zu dürfen. Bodo ist Autor dieses Buchs. Das Buch heißt Die Gesetze der Gewinner, ist aktuell in den Spiegel Bestsellerlisten. Ich selbst habe als Schüler, als kleines Kind schon seine Bücher gelesen. In 7 Jahren zur ersten Million. Das fand ich ganz toll damals. Und freue mich deswegen, fühle mich deswegen auch sehr geehrt, dich heute hier zu Gast zu haben. Also vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich auch sehr. Ich finde es ganz toll, was du machst. Danke. Hat mich gefreut, dich auch so noch näher kennenzulernen. Danke. Jetzt ist es ja gerade sehr, sehr aktuell mit deinem Buch, Die Gesetze der Gewinner. Das ist jetzt Spiegel-Bestseller und so wie ich vorhin mitbekommen habe, ändert sich die Platzierung jetzt ja auch stündlich. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Als ich es geschrieben habe, das ist jetzt 20 Jahre her. Und vor 20 Jahren, da war es auch Nummer 1 Bestseller, Wirtschaft war relativ lange auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, und dann fällt es dann irgendwann mal so raus. Und jetzt habe ich dieses Buch ja entschieden zu verschenken. Okay. Und wir haben es verschenkt und viele Menschen haben es sich schenken lassen. Mhm. Aber einige haben dann gesagt, nö, ich kauf's. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und nur dadurch, dass es so viele sich haben schenken lassen und einige gesagt haben, dann kaufe ich es eben. Das waren dann im letzten Monat ungefähr 10.000 Menschen, die sich es dann gekauft haben. Das hat dann eben dazu geführt, dass es jetzt nach 20 Jahren plötzlich wieder in der Spiegelliste ist, Bildliste, Amazonliste. Das ist schon schön. Das ist irgendwie ein interessanter Effekt, dass Leute lieber, anstatt sich was geschenkt nach Hause schicken zu lassen, dass sie es dann gerne im Handel kaufen. Ich glaube, das sind gewohnte Wege. Jemand weiß, bei Amazon mache ich das so, da muss ich jetzt auch nichts mehr groß angeben, da habe ich meinen Account, ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine Bestätigung von dem, was du und ich wissen. Wenn man viel tut, gibt es auch positive Nebeneffekte, mit denen man nie gerechnet hat. Das stimmt. Und das ist so ein Beispiel, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Diese Gesetze der Gewinner, das Gute daran ist, die sind nach wie vor gültig, selbst wenn das Jahr, wenn wir 20 Jahre weiter sind, das ist ja immer noch genau das, was eben heute auch noch funktioniert. Ich habe es gelernt von meinem Coach. Ich war mit 26 Jahren pleite, habe jemanden gesucht, der mir den Umgang mit Geld zeigt. Und was er mir so beigebracht hat, habe ich immer mitgeschrieben. Und daraus sind, das war so die erste Rohfassung der Gesetze der Gewinner, daraus sind sie dann entstanden. Ja, und dann habe ich es irgendwann mal versucht, richtig gut aufzuschreiben. Weil wenn du ein Buch draus machst, dann formulierst du es natürlich dann noch schöner. Mhm. Mein Anspruch war immer, dass ich es so formuliere, dass es ein 8-jähriges Kind verstehen kann. Mhm. Und ich finde, wenn wir das nicht so einfach ausdrücken können, haben wir es noch nicht genug durchdacht. Denn alle wirklich genialen Dinge sind einfach. Das stimmt. Es ist ja auch so, dass sogar bei Designfragen, wenn es jetzt um Ästhetik geht, dass immer das minimalistische Design, das ist eben das, was als schöner empfunden wird. Ja. Auch iPhones möglichst ein nur oder dann überhaupt keinen Knopf mehr, alles möglichst einfach und schön. Wie kamst du denn auf die Idee, nach 20 Jahren dieses Buch zu nehmen und dann einfach nochmal zu verschenken? Was hat dich als ich pleite war, habe ich keinen Weg daraus gefunden, auch keinen gesehen. Und das hatte damit zu tun gehabt, dass ich Glaubenssätze von meinen Eltern, die es gut gemeint haben, aber nicht gut gemacht haben, mitbekommen habe. Und diese Glaubenssätze, mit denen wäre ich nie vermögend geworden. Das war unmöglich. Und die sind so stark, diese Glaubenssätze. Da kannst du noch so viel Willenskraft haben, da kommst du nicht gegen an. Unser Wertesystem wird immer regieren. Das lenkt unser Unterbewusstsein, das Gesetz der Anziehung, alles durch die Glaubenssätze. Und damals hat mein Coach mir gesagt, Sie brauchen es ja nicht glauben, als ich ihn gefunden hatte. Und der mir gesagt hat, in ein paar Jahren sind Sie aus allem raus. Hat er gesagt, brauchst es mir nicht glauben. Damals waren wir bei Sie. Sie brauchen es mir nicht glauben. Aber wenn Sie es geschafft haben, möchte ich ein Versprechen, dass Sie anderen den Weg auch zeigen. Weil er gleich gesehen hat, ich hatte eine Menge Dinge, die ich nicht konnte, aber zu Menschen sprechen, Systeme aufzeigen, das konnte ich relativ gut. Ja, dann habe ich ihm das versprochen und das ist so ein Teil von dem, was ich da einlöse. Das heißt, du hast es dann nicht nur geschafft, sondern hast dich dann auch quasi weiter deinen Erfolg dadurch ausbauen können, dass du einfach dieses Versprechen einhältst. Ja.
Das ist sehr spannend, weil im Prinzip Digistore ist auch, also unsere Plattform ist auch dadurch entstanden, dass ich auch ein Versprechen einlösen wollte, nämlich ich wollte ein Produkt mit jemandem launchen und ich hatte keine passende Verkaufsplattform dafür gefunden. Ich hatte mich aber committed, dass ich eine finde. Ich habe sie aber nicht gefunden damals, also habe ich in so einer emotionalen Kurzschlussreaktion sie gebaut. Ja, das ist cool. Ja, auch aus so einem Versprechen heraus, weil ich einfach mich unbedingt an meine Abmachung klammern wollte. Ja. Das ist einfach auch ein Erfolgsprinzip, denke ich. Ich glaube, dass wenn wir solche Versprechen geben oder Verpflichtungen, so ist ein heiliges Versprechen, das bringt uns auf einen Weg, den wir mit klarem Kopf vielleicht niemals selber gewählt hätten. Ja. Und das ist so, Immanuel Kant hat das gesagt, wenn er ein Kind war und kam an so einen Bach, hat er sich nicht getraut, da drüber zu springen, hat er seinen Hut abgenommen, seine Mütze, hat rübergeworfen und dann musste er hinterher, weil sonst seine Mutter geschimpft hätte, dass er ohne Mütze nach Hause kam. Da sagt er, und als ich erwachsen wurde, habe ich das gleiche Prinzip auch gemacht, nur statt meiner Mütze ist es jetzt mein Wort, hat er sich verpflichtet. Und ich glaube, dass die Kraft solcher Verpflichtungen bei dir ja relativ leichtfertig, bei mir auch, eine ungeheure Macht in unserem Leben entwickeln, wenn wir das ernst nehmen und sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht, ich ziehe das jetzt durch. Ja, es ist irgendwie auch, Leute, die nicht erfolgreich sind, die halten sich auch nicht an das, was sie gesagt haben. Stimmt. Das ist auch so ein ganz typischer Erfolgsfaktor, so aus meiner Sicht. Ja. Und auch ich selbst, ich meine, ich bin auch nicht perfekt. Es gibt auch viele Sachen, an die ich mich nicht so gehalten habe, wie zum Beispiel regelmäßig Sport. Und wenn ich dann zu viel gereist bin, dann ist es dann mal wieder ein bisschen hinten runtergefallen. Und wenn ich dann in der gewohnten Umgebung bin, dann fange ich wieder an. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist eins der Gesetze da drin. Mhm. Ich habe mir nämlich lange Gedanken gemacht, bin ich dann ein Versager? Bist du nicht? Es gibt drei Formen von Zielen. A-Ziel, da ist deine Integrität wirklich gefährdet, wenn du das nicht einhältst. Und da sollte man relativ wenige von haben. B, das will ich, aber ist auch nicht so schlimm, wenn ich es nicht schaffe. C, das möchte ich gerne, aber ich will es nur nicht vergessen eigentlich. So, aber die A-Ziele, an denen ziehen wir uns hoch. Und das kannst du nicht mit vergleichen mit Joggen oder was ich mir manchmal vornehme, ein bisschen weniger essen. Das ist auch schön, wenn wir das machen, aber ich muss es nicht tun. Das verstehe ich. Ja, es gibt auch diese Einteilung mit wichtig und dringend noch. Ne? Ja. Da gibt es auch dringende, aber unwichtige Ziele. Da muss man wirklich seine Ziele auch mal sich anschauen und einfach mal analysieren, was muss ich denn wirklich machen und möglichst dann an so einem Punkt landen, wo man an den wichtigen Sachen arbeitet. Naja, wir sind ja auf dem Weg hierhin zusammen gefahren. Wir hatten uns ja ein bisschen unterhalten und du hast mir gesagt, dass du jetzt ein Design zum Beispiel haben möchtest. Genau. Das ist ein Beispiel für etwas, was nicht dringend ist, aber wichtig. Ja. Weil Menschen kaufen das, was sie sehen und was sie mögen. Kaufen sie. Und das hast du verstanden. Aber das ist ein Prinzip im ganzen Leben. Wenn wir die Dinge, die zwar nicht dringend sind, aber wirklich wichtig sind, nicht angehen, dafür keine Zeit haben, dann werden wir nie unser Potenzial abrufen. Auch ein Gesetz. Das stimmt. Wenn du sagst, du hast einen Mentor gehabt. Hm. Es muss ja erstmal ein Schritt passieren, dass man überhaupt einen Mentor haben will. Ich glaube, die meisten Leute haben sowas gar nicht, die auch versuchen, erfolgreich zu sein. Wie kamst du denn dazu, überhaupt dich geistig so zu öffnen, dass du überhaupt einen Mentor haben willst? Das klingt jetzt sehr gut, geistig öffnen, aber ich habe einfach eine Sportschau gesehen und habe irgendwie so einen lichten Moment gehabt, habe gedacht, jeder wirkliche Star hat einen Coach. Genau. Dann habe ich gedacht, das muss es doch auch für Geld geben. Ja. Und dann habe ich einen gesucht. Okay. Und den habe ich dann auch gefunden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Das war ein sehr reicher Mann, 5000 Mitarbeiter. Mhm. Also wirklich, da hatte ich größten Respekt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, so jemanden aus der Nähe kennenzulernen. Mhm. Und er war unglaublich liebenswert. Mhm. Also er hat sich immer zum Ziel gemacht, überall, wo er ist, wollte er die Menschen fröhlich und glücklich machen. Und in dessen Nähe zu sein, hat meine ganzen Glaubenssätze, die ich über Reiche hatte und Geld, vollkommen zusammenbrechen lassen, weil der war besser als irgendjemand, den ich kannte. Bis auf meinen Opa, das war auch so ein Typ. Okay. Und da habe ich gedacht, Mensch, das geht ja auch in Reich, das ist ja unglaublich. Und dann fingen sich die Glaubenssätze an, neu aufzubauen, weil ich einfach erlebt habe, da ist jemand, der ist so, wie ich gerne mal sein möchte und trotzdem ist er gut und reich. Du hattest also
Leute im Fernsehen gesehen und hast es nicht, ja, Moment, hast es dann, ja, auch durchgezogen. Das heißt, du hast es dann automatisch zu diesen A-Zielen gemacht, ja, weil nur eine Idee zu haben, sagen, ja, das wäre doch mal eine gute Idee, und es dann wirklich durchziehen, ist ja nochmal eine andere Sache. Und sich einen Mentor zu suchen, das ist ja dann jemand, dem gegenüber man auch verpflichtet ist, weil das ist ja nicht nur quasi ein Gespräch, sondern, mhm, jemand, der dann auch Ergebnisse fordert. Ja. Das ist ja dann auch schon ein gewisser Schritt, das dann durchzuziehen. Ne? Also erstens, ihn zu suchen, ja, das musste ich mit Konsequenz tun. Und alles, was ich getan habe, hat nicht funktioniert. Ich habe keinen gefunden. Gefunden habe ich ihn dann per Zufall. Und wie das so ist mit so einer Zufallsgeschichte, ich glaube, das Fällige fällt uns zu. Also wenn, mhm, wir alles tun, irgendwas passiert dann, dass es doch, mhm, klappt. Selbst wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und dann hatte ich ihn, und eins der ersten Gespräche war, dass er mich dazu gebracht hat, dass ich mich verpflichte, ein bestimmtes Einkommen pro Monat zu verdienen, was so weit weg war von allem, was ich mir vorstellen konnte. Und ich auch gedacht habe, das ist gar nicht mal gut für mich, wenn ich so viel verdienen würde. Er hat, okay, aber gesagt, doch, es geht nicht darum, wie viel Geld wir haben, sondern es geht darum, dass wir eine starke Persönlichkeit werden. Also nicht Millionen haben, sondern Millionär sein im positiven, mhm, Sinne. Ja, und das hat mich dann gereizt. Dann habe ich Ja gesagt. Ich musste dann auch aufschreiben. Und dann habe ich mich nicht mal nach Hause getraut, das meiner Frau zu erzählen, weil ich das so verrückt fand. Okay. Ich stundenlang rumgefahren einfach. Ja, aber dann habe ich es durchgezogen. Weil er hat gesagt, der Trick ist immer im Leben. Ein großes Ziel, von dem wir uns gar nicht vorstellen können, dass wir es erreichen, Fernziel. Und dann eine tägliche Arbeitsmethodik, die dich dahin führt, und du musst dich verpflichten, das wirklich jeden Tag zu machen. Und das ist dann das A-Ziel auch? Ja, ne? das ist das A-Ziel. So, dass, wenn ich ein Buch schreibe, 6 Seiten jeden Tag. Mhm. Ich glaube, es ist einfach Quatsch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe eine Schreibblockade. Ich schreibe einfach 6 Seiten jeden Tag. Die sind manchmal leichter, manchmal nicht so leicht. Aber ich glaube, wenn wir so eine, auch ein Gesetz da drin, mhm, eine Arbeitsmethodik haben, eine TAM, tägliche Arbeitsmethodik, die gibt es für jeden Job. Und wir müssen die erkennen, es gibt, mhm, da Hilfestellungen. Und wenn wir die durchziehen, dann wird es immer klappen. Also ich kenne viele Menschen, die sich was nicht vornehmen wollten, weil sie den Mut, mhm, nicht hatten. Und ich kenne auch Menschen, die haben sich was vorgenommen, haben aber dann nicht das gemacht, was man tun sollte dafür. Aber wenn jemand sich was vorgenommen hat und tut bestimmte Dinge, nicht überarbeiten, mhm, aber ein paar Stunden jeden Tag, hat er es immer erreicht. Und ich kenne durch meinen Job so viele erfolgreiche Menschen. Das ist ein so ein Privileg. Das stimmt. Das ist gerade, wenn man Autor ist, ist, ja, man dann eben sehr bekannt und kommt, das ist eines der coolen Sachen, mhm, Bücher zu schreiben. Da kommt man nämlich sehr viel rum, lernt viele interessante Leute kennen, die kennen, ja, auch dann die eigenen Gedanken, und dann kann man sich wunderbar darüber austauschen. Ja, die kommen zu mir und haben das Buch durchgearbeitet, da hängen Zettelchen drin, alles unterstrichen, dann sagen, ja, sie, ich bin sehr reich und ich habe das gelesen. Dann sagen, warum hast du das denn gelesen, wenn du so reich bist? Ja, weil es stimmt, ich wollte wissen, ob es stimmt, und du drückst das richtig aus, und das, ja, ist natürlich dann auch schön. Das ist natürlich dann die beste Anerkennung, ne? Das ist dann was im realen Leben auch funktioniert. Die allerbeste Anerkennung ist, wenn einer kommt und sagt, ich habe das mit so und so vielen Jahren gelesen und es hat funktioniert für mich. Mhm. Und ich wollte nur mal eben Danke sagen. Dann ist so, oh, das ist echt schön. Ja, das erlebe ich ein bisschen, wenn ich Feedback kriege für unsere Software. Deswegen, mhm, kann ich es nachvollziehen. Ein Buch steht bei mir noch auch aus. Auch von mir kriegst du das Feedback. Danke. Ja, aber ganz sicher. Guck mal, das Prinzip, was wir gemacht haben, dieses Buch zu verschenken, das wäre gar nicht möglich gewesen ohne deine Software. Und ich habe einfach davon gehört, ja, können wir das nicht selber? Unmöglich. Wir haben es besprochen im Team, das können wir nicht stemmen und schon gar nicht so gut. Und das ist eine ungemein tolle Möglichkeit, dass Menschen ein Geschäft beginnen, dessen Dimension sie sonst niemals angegangen wären. Das ist so auch bei mir. Guck mal, hätte ich es jetzt verschenkt, hätte ich gesagt, okay, dann verschenke ich es mal an 2000 Menschen. Das können wir verpacken, können wir verschicken, mhm, das kriegen wir hin. Aber dass es jetzt ein paar 10.000 geworden sind, das ist durch das, was du geschaffen hast. Ja, danke, freut mich, dass ich, ja, da helfen konnte. Und es ist auch direkt, bei ein paar 10.000 bist du auch direkt bei den Spiegel-Bestsellern dabei. Das, ja, ist auf jeden Fall diese Größenordnung, die dann top of the top ist. Und, mhm, gerade heutzutage, wo alle Leute nur Bilder auf Smartphones anschauen,
ist es dann umso toller, wenn dann ein Buch, und umso anerkennenswerter, wenn da mal ein Buch gelesen wird. Das ist noch so ein Sekundäreffekt. Ich möchte Menschen mithelfen, auch wieder zum Lesen zu bringen. Weil es ist wirklich so, es gibt eine Studie in den USA, das hat nichts mit Smartphone-Zeitalter, sondern es geht durch alle Altersschichten. Die Menschen, die das Zehnfache verdienen vom Durchschnittslohn, lesen im Schnitt 24 Bücher oder mehr im Jahr. Also zwei im Monat, alle zwei Wochen eins. Die Menschen, die nur diese 10% verdienen, also den Durchschnittslohn, lesen, was schätzt du, wie viel im Jahr? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht fünf, sechs. Tatsächlich unter einem Buch. Und das finde ich ungeheuer. Also es ist wirklich so, Lesen, die richtigen Bücher, bringt einen so weit nach vorne. Das ist unglaublich. Aber nur, wenn wir es zur festen Gewohnheit machen. Ja, irgendwie sind es die Gewohnheiten, die dann eben den Erfolg bringen. Sei das jetzt Lesen, sei das jetzt, ich halte mich an meine Abmachungen, an meine A-Ziele und bleibe ich da wirklich dran. Im Prinzip ist das wesentliche Geheimnis. Ja, das ist so eine Routine. Es gibt Routinen, die stehlen mir Zeit, die stehlen mir Energie, und es gibt Routinen, die bauen mich auf, die machen mich größer, stärker, und eine davon ist eben Lesen. Okay. Und ich freue mich, wenn jemand mein Buch liest, aber grundsätzlich möchte ich immer ermutigen, lies gute Sachen. Wir bekommen so viel Mist in den Kopf jeden Tag, und dann ist es richtig wichtig, dass wir uns auch was Positives da reintun. Würdest du das auch einem Unternehmer raten, der jetzt, sage ich mal, sehr viel Tagesgeschäft hat und sehr viel und das Gefühl hat, er geht darin unter und zu wenig Zeit für seine Familie etc.? Du kannst auf jedem Niveau in einem Hamsterrad sein. Und dann hast du das Gefühl, du hast mehr Aufgaben, als du erledigen kannst. Und der Weg aus dem Hamsterrad raus ist ja nicht schneller zu laufen da drin. Mhm. Sondern der Weg raus ist ja, dass ich Ideen bekomme, die ich im Hamsterrad nicht finde. Ja. Und die Ideen finde ich in Büchern. Und die finde ich in Gesprächen mit wirklich schlauen Menschen. Mm. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dich kennenzulernen. Oh, danke. Ja, das kann ich vielleicht mal erzählen. Als wir gesagt haben, wir machen das mit euch, wir hatten uns ja kennengelernt letztes Jahr in Nizza. Da habe ich dann gefragt, darf ich dich mal anrufen? Das hat mich wirklich schwer beeindruckt, dass du sofort gesagt hast, ja, kannst mich anrufen. Ich weiß, dass du viel zu tun hast. Ich wusste auch, ich bin damit vorsichtig, aber ich habe es dann gemacht, weil ich wirklich unsicher war, wie das Ganze laufen kann. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, um wie viel Uhr wir dann telefoniert haben. Das war abends irgendwann, ne? Das war abends um 9:30 und du hast dir Zeit genommen bis kurz vor 12. Und das hat mich ganz schwer beeindruckt, weil ich dann hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin so ein intuitiver Mensch, ich hatte einfach das Gefühl, da an der Spitze von der Firma ist jemand, der liebt das, was er tut. Der will, dass es dir gut geht, der ist ehrlich, ja, und das können wir machen. Und ich habe es verstanden, das ist dann der zweite, aber das Intuitive ist noch wichtiger. Ja, also vielen Dank erstmal für das Kompliment. Ich fand deine Fragen auch in dem Gespräch so interessant, und mir war auch klar, dass die nicht beantwortet werden in der öffentlichen Dokumentation oder auf dem öffentlich verfügbaren Material. Okay. Deswegen war es für mich in dem Moment auch wichtig, abgesehen davon, dass ich dich sympathisch finde, auch da diese Fragen zu beantworten, weil das dann natürlich auch einen Effekt hat auf die Bevölkerung, die dann eben mit dem Buch beglückt wird. Und wenn du so ein Gefühl hast, dann redest du mehr, als der andere denkt, dass du reden würdest. Du hast gar nicht mehr aufgehört. Echt? Und ich hab Seiten mitgeschrieben. Ja, aber ich hatte das System verstanden. Ich habe ja vorher gedacht, das ist ein Abrechnungssystem, was du hast. Aber im Wesentlichen ist es ja nicht nur ein Abrechnungssystem, sondern eben auch eine Marktplattform. Genau. Und das habe ich dann begriffen, aber die Möglichkeiten nicht gesehen. Und die hast du mir dann erklärt. Und auch, was wir dafür tun müssen. Und ich bin da ganz am Anfang. Aber für die erste Aktion war es schon mal ganz gut. Ja, also eine der erfolgreichsten Bücher, die jemals bei uns verkauft wurden, direkt. Also schön. Ja, aber auch dank deiner Tipps. Ja. Das war wirklich sehr, sehr gut. Gerne. Freut mich, wenn das hilft. Aber jetzt würde mich interessieren, jetzt hast du dieses Buch, jetzt ist das Buch wieder so am Aufleben. Ja. Was sind so deine nächsten Schritte? Was hast du jetzt so vor? Das war nicht geplant, aber freuen wir uns. Ja. Jetzt möchte ich im Jahr 2020, 2 Jahren,
ein Buch schreiben, was mir lange schon auf der Seele liegt, das ich schreiben möchte. Und das bereite ich jetzt vor. Okay. Weil ich heute gesehen habe, wenn Menschen ein Buch kaufen, das sie wirklich gut finden, das sie wirklich berührt, dann wollen sie auch mehr. Und das mehr musst du dann auch schaffen. Mhm. Ja. Weil ich habe, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, war ich 37. Ich habe anderthalb Jahre keinen Verlag gefunden. Das, was du anfangs erwähnt hast, der Weg zur finanziellen Freiheit, in 7 Jahren provokanter Untertitel, die erste Million. Mhm. Und das haben dann relativ schnell 10 Millionen Menschen gekauft. Mhm. Und das hat mich völlig überrannt. Da konnte ich auch noch nicht so mit umgehen. Und ich hatte auch nicht all das, was diese Menschen dann von mir noch wollten. Also habe ich es versucht, dann mit Energie auszugleichen. Mhm. Mit unzähligen Gesprächen. Und daraus bin ich jetzt schlauer geworden. Möchte ich Systeme schaffen, von denen ich weiß, dass sie die Fragen beantworten, die Menschen dann haben könnten. Weil ich glaube, ein Buch muss Fragen beantworten. Ja. Aber auch neue Fragen aufwerfen. Natürlich. Auf einem höheren Niveau. Ja. Und da musst du dann auch etwas sagen können dazu. Ja. Sonst lässt du sie alleine. So, das ist auch der Fluch der guten Tat. Nachdem du mich so gut beraten hast, habe ich jetzt natürlich eine ganze Menge mehr Fragen, mit denen ich demnächst mal zu dir komme. Ja, gerne. Gerne. Also ich, auch für mich ist es so, wir bemühen uns sehr, ja, Lerninhalte zu produzieren und die Dokumentation zu erweitern und die auch so zu, darzustellen, dass man Dinge leicht finden kann und leicht nachlesen kann. Mhm. Aber gleichzeitig bin ich mir darüber bewusst, dass es allein schon auch durch die Fülle der Informationen auch wieder schwierig ist, da manchen Leuten einen Einstieg zu geben, der für sie passt. Mhm. Und das zu vermitteln, ist auch gar nicht so leicht. Ich glaube aber, dass du das kannst. Wenn jemand so ein Ding programmieren kann oder verstehen kann, wo muss was programmiert werden, kann er auch Wissen programmieren. Ja. Und ich glaube, Wissen programmieren ist ganz einfach. Wir haben ja eine emotionale Seite und wir haben eine rationale Seite. Und wir müssen rational etwas sagen, das den Menschen gleichermaßen rational wie emotional anspricht. Und wenn das gelingt, das ist eine gute Überschrift, wenn das gelingt, dann will er wissen, ist das was für mich? Und da muss eine Geschichte kommen. Weil nichts kann dir mehr zeigen, ob der andere mit dir auf einer Wellenlänge ist, als die Art und Weise, wie er eine Geschichte erzählt und welche er auswählt. Aus seinem Leben oder etwas Indirektes. Und wenn das funktioniert, das ist eine Programmierung. Buchschreiben ist wie Programmieren. Ist immer der gleiche Ablauf, wenn es gut funktionieren soll. Ja, du programmierst quasi Menschen damit, ne? Und zwar zu einem besseren hin. Ja, wenn sie sich darauf, ich sage Ihnen, du kannst dich darauf einlassen oder auch nicht. Und wenn sie es wollen, ja, dann ist es wirklich etwas. Programmieren ist ein gewaltiges Wort, aber es verändert tatsächlich das Mindset eines Menschen. Wir können, Martin Walser hat es mal gesagt, nie das Buch eines Autors lesen, sondern wir lesen immer unser Buch, weil es wird zu einem Teil von uns. Mhm. Es verändert uns immer. Deswegen ist es so wichtig zu lesen und deswegen ist auch wichtig, die Bücher zu lesen, die wirklich was Gutes mit uns machen können. Das verstehe ich. Wenn ich mir jetzt mal so anschaue, für wen ich ein Buch schreiben will. Nehmen wir an, ich bin jetzt ein Autor und ich möchte ein Buch schreiben. Wie überlegst du dir, für wen genau du dieses Buch schreibst? Also, die Frage ist schon mal schlau. Weil die meisten würden mich fragen, wie fängst du an? Und die Frage ist sehr, sehr schlau. Für wen? Das zeigt sich der Unternehmer, Sven Platte. Okay. Ja, für wen? Ich gehe so weit, dass ich den Avatar genau bestimme. Und dann gehe ich noch weiter. Ich will jemanden finden in meinem erweiterten Bekanntenkreis, für den ich das Buch schreibe. Und ich nehme einen Mann und eine Frau, mhm, und stelle mir die Fotos von denen hin und schreibe denen einen Brief. Und das wird das Buch. Ich schreibe die so an, jetzt sagen wir mal, es wäre dein Bild da. Mhm. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil du schon so erfolgreich bist. Aber ich kann immer dazulernen. Jetzt hätte ich dein Bild, dann schreibe ich und dann gucke ich auf dein Bild. Und dann überlege ich mir, was denkst du jetzt, welche Einwände könntest du haben, welche Fragen könntest du haben. Und als nächstes schreibe ich dann genau das. So ist es immer ein Dialog, der stattfindet zwischen mir und dem Bild. Und jeder erfolgreiche Autor, Schriftsteller der Welt macht das genauso. Das habe ich auch nicht erfunden. Mhm. Das haben mir schlaue Menschen gesagt, als ich mir überlegt habe, ich will ein Buch schreiben.
habe ich das, was ich immer gemacht habe, gemacht. Ich bin dann rumgefahren, habe geguckt, wo sind die, die schon sehr erfolgreich sind, und habe die gefragt, gibst du mir ein paar Tipps? Okay. Also wirklich zu diesen Menschen schreiben, wie ein Brief, Dialog. Deswegen ist mein Schreibstil auch nicht klassisch. Der ist eher ein bisschen leger, weil ein Gespräch leger ist. Aber wenn ich es klassisch mache, wir verändern ja was mit den Gefühlen. Das sind Emotionen. Was aber sachlich ist, klassisch ist, muss ich erst wieder dann in Emotionen übersetzen. Und deswegen ist es gut, gleich so zu schreiben, dass ich es gar nicht mehr übersetzen muss. Möglichst keine Fakten, möglichst nichts Digitales, das wird eine Herausforderung. Da müssen wir dann auch mal drüber reden, weil du hast so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und das, die größte Kunst, ein Thema für Menschen zugänglich zu machen, ist es zu emotionalisieren. Und als du in diesem Telefonat 2 Stunden mit mir gesprochen hast, da warst du voller Emotionen. Da hast du ein paar Mal gesagt, ich muss dir das jetzt noch sagen. Da ist es einfach mit dir durchgegangen. Und die Emotion, wenn du die in ein Buch reinbringst, dann will man es auch lesen. Okay. Ja, ich erinnere mich, da ging es um Funnels und wie man das alles aufbaut und wie das ganze System funktioniert. Und ich wusste, du bist sehr erfolgreich und ich hatte deine Bücher gelesen, deswegen war das mir auch ja, so interessant, dass ich jetzt dir was beibringen kann, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Endlos. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja irgendwie krass, jetzt lebe ich meine Mission, jetzt helfe ich anderen Leuten, da ihre Sachen umzusetzen. Ja, ich glaube, das machst du wirklich. Und dadurch, dass du ein System geschaffen hast, dass man das nicht selber machen muss, man muss es ja nur nutzen. Ja. Man muss nur verstehen, was kann das für mich, das System? Das ist ja gigantisch. Das ist so, ich nenne das am Rand unserer Komfortzone, da, wo wir uns gar nicht mehr wohlfühlen, da tanzen zu lernen. Und dann ist immer gut, wenn dir das einer zeigt, so ein paar erste Schritte. Und das machst du dann. Okay, das freut mich. Ja, also wir sind jetzt seit 6 Jahren da in dem Business unterwegs und es ist auch das Lustige daran, es ist ein neues Business. Hm. Es gibt nicht viele solcher Unternehmen weltweit, so eine Handvoll. Und es ist halt auch schwer, zum Beispiel beim Rekrutieren von Leuten, ist es schwer, passende Leute zu finden und sich das überhaupt vorstellen zu können, welche Menschen mit welchem Background da eigentlich reinpassen, weil es ist halt nicht so wie zum Beispiel, ich war ja im früheren Leben Zahnarzt, da gibt es halt Zahnärzte, da gibt es Zahnarzthelferinnen, da gibt es Zahnarzthelferinnen, die auf Abrechnung spezialisiert sind, da ist alles schon sehr, sehr vorgezeichnet bei denen. Aber bei uns, das könnte alles und jeder sein und Leute machen einen super Job. Also die meisten Leute, die bei uns arbeiten, haben nicht genau den Hintergrund, bei dem also der auch auf ihre Jobbeschreibung passen würde. Und die müssen sich alle irgendwie da reinarbeiten und reinlernen. Aber das, was ich auch gelernt habe, worauf ich sehr achte, ist vor allen Dingen das Mindset. Die Leute müssen vom Mindset her genau das auch wollen. Das, was sie da inhaltlich tun. Peter Drucker hat dazu immer gesagt, hire attitude, not skills. Ja. Ich glaube, das ist es einfach. Die Einstellung, die kannst du nicht verändern oder ganz schwer verändern. Aber wenn jemand will, den Rest kann er lernen. Das stimmt. Hm. Das ist echt eine super Erkenntnis auch für... Auch diesen Avatar zu bauen, hilft auch super, wenn man Mitarbeiter sucht. Ja. Sich genau, was für ein Mitarbeiter muss das sein? Ja, wie soll der sein vom Charakter? Was soll der mögen? Was soll er nicht mögen? Wie alt ist der ungefähr? In welcher Lebenssituation ist er ungefähr? Dann kann ich viel leichter auch eine Jobanzeige schreiben, die halt auch zu diesem Menschen passt. Und das hat auch gut für mich funktioniert. Ja, wir haben ungefähr gleich große Teams. Ja. Die Herausforderung ist ja immer, die tollen Mitarbeiter finden. Richtig, genau. Ja, nicht nur Mitarbeiter, auch Partner, auch... Ja. Gilt eigentlich für alles. Gilt teilweise sogar für Freunde. Absolut. Ja. Das ist ja alles nur eine Art von Beziehung, die man da hat. Hm. Ja. Die Grundsätze sind dieselben. Genau. Jetzt würde ich trotzdem noch mal ganz gerne auf das Thema Digistore zu sprechen bekommen. Hm. Wie waren denn jetzt so deine Erfahrungen, wie du die Plattform genutzt hast? Welche Features haben dir inwiefern geholfen? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Ja, also einmal ist es gut, dass ich einfach weiß, es funktioniert. Wir haben mit dem Versand, das haben wir auch outgesourced, sind wir nicht so nachgekommen, aber die Rechnungsstellung, all das hat wirklich sehr schön funktioniert. Ich habe einen Überblick, ich sehe, was passiert.
Natürlich will ich dann auch gucken, wie sieht das aus finanziell. Mhm. Und das alles sehen zu können, das ist schon sehr, sehr gut. Wo ich den größten Respekt vor hatte, ist eben die Zusammenarbeit mit Affiliates, weil das Abrechnungssystem, die bekommen ja was dafür, wenn sie das Buch verschenken, also 5 Euro, musst du die Mehrwertsteuer abziehen, musst die 5 Euro verrechnen, dann gibt es einen Upsell, es gibt einen Orderbumper. Und das alles zu berechnen, da hatte ich größten Respekt. Und das zu sehen, dass das läuft morgens, dass ich das sogar kann, das ist schön. Ja, das ist cool. Wir haben eine ziemlich aufwendige Mehrwertsteuer-Engine gebaut und ich würde mal sagen, ein Teil meines Tagesgeschäfts ist, sich mit Mehrwertsteuern zu beschäftigen. Mhm. Und das ist schon recht komplex, welche Sonderfälle es da geben kann, abhängig von Ländern und abhängig von Produkttypen etc. Da werden schon ganz wilde Formeln draus. Ja, und dass ich dann einen Mehrwertsteuerbetrag habe und nicht viele, viele Tausend, das ist ein großer Vorteil. Ja. Du fasst die ja zusammen. Genau, also der Sinn unserer softwarebasierten Dienstleistung ist einfach, dass wir uns um die unschönen Arbeiten im Hintergrund kümmern, um das Technische, die Integration von Zahlungsanbietern etc. Und eben Leute, die ihren Schwerpunkt woanders haben, wie zum Beispiel du mit dem Buch, dass du dich darauf fokussieren kannst und auch dein Team sich darauf fokussieren kann. Weil kleine Firmen haben eines, die haben Leute und die haben Teams, die immer über ihren Tellerrand hinaus auch Dinge machen. Mhm. Und je mehr sie da aber machen müssen über ihren Tellerrand hinaus, desto weniger kann sich die Firma auch fokussieren auf das, was ihr Kerngeschäft ist. Das hat mir gerade gestern einer im Gespräch erzählt, auf der Contra. Der hat mir gesagt, ja, ich habe erst selber irgendwie meine Seminare in der Schweiz irgendwie abgewickelt, aber dann über euch und dadurch kann sich meine Kollegin dann wieder mehr um... Aber dann sind meine Affiliate-Umsätze eingebrochen, weil meine Affiliate-Managerin mit Rechnungsschreiben beschäftigt war, dadurch die Affiliate-Umsätze etwas eingebrochen sind und jetzt sie wieder, dadurch, dass sie es umgestellt haben, auf Digistore wieder, sich wieder mehr um die Affiliates kümmern kann und dadurch die Affiliates wieder gepusht werden, weil in die muss man auch Arbeit investieren. Also man kann nicht einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder so versteht. Ich würde es mal in so einem knackigen Satz bringen. Wenn das nicht wäre, was du geschaffen hast, hätte ich die Aktion nicht machen können. Wäre nicht möglich gewesen. Durch die Aktion haben wir jetzt ungefähr 40.000 neue Kunden. So, und jeder, der uns zuhört, weiß, wie wichtig es ist, Kunden zu haben, Kunden und Mitarbeiter. Das ist es, was wir wollen. Und 40.000 neue Kunden durch ein System, was du ermöglichst, das ist einfach klasse. Und vor allen Dingen, was mich daran freut, danke, ist, dann haben 40.000 Leute dieses Buch, dann können die finanziell schlauer werden, sind weniger abhängig von dem Rententopf, den es halt von staatlicher Seite aus gibt, der meiner Meinung nach eh nicht funktionieren wird auf Dauer, also jetzt für die nächsten Generationen, die Jungen. Und wenn die dann eben lernen, selber eigenverantwortlich für ihre Rente zu sparen, das ist das Stichwort. Haben wir die Gesellschaft verändert. Ja, haben wir die Gesellschaft verändert und ich glaube, das wollen wir letztendlich. Genau. Also Menschen in die Verantwortung führen, nicht zu sagen, jetzt habe ich so lange gearbeitet, jetzt muss der Staat mich versorgen. Wer soll diesen Anspruch geschaffen haben? Ja. Also diesen Generationenvertrag, von dem man spricht in der Politik, den gibt es übrigens gar nicht. Es gibt kein Papier. Das ist eine stillschweigende Übereinkunft gewesen, damals von Adenauer geschaffen. Wir müssen Verantwortung für unseren Lebensabend selber übernehmen. Wenn wir das verstanden haben, dann übernehmen wir auch Verantwortung für jetzt. Ja. Und dann geht's los. Und dann können wir Dinge erleben, was du mir so erzählst, was du jetzt vorhast, was du gemacht hast, wie spannend das ist. Und das hättest du vielleicht vor 20 Jahren dir auch nicht vorstellen können. Nee. Also ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass ich da durch die Welt fliege und da sind Hallen voller Menschen, mit Tausenden von Menschen, die meine Bücher gelesen haben. An sowas denkst du doch nicht. Und irgendwie fühlt man sich dabei, also mir geht es zumindest so, ich fühle mich dabei gar nicht so groß, sondern ich fühle mich einfach eigentlich nur wie so ein Zahnrädchen, das einfach... Aber ich bin einfach nur das erste kleine Zahnrädchen, das da und ist. Das Gefühl habe ich auch. Und die Menschen denken immer, der kokettiert. Weil ich bin Legastheniker, das ist nicht so unbedingt toll, wenn du als Legastheniker durch die Schule gehst. Autor, da waren viele Fehler, die hat einer auch korrigiert da drin. Das ist kein Problem. Aber ich halte mich für, und das ist kein Kokettieren, relativ durchschnittlich, mit 2, 3 guten Fähigkeiten und ich hatte den Mut, mich da drauf zu setzen. Und deswegen, weil ich das weiß, wie ich mich fühle, so Zahnrädchen, wie du sagst,
ist eben mein Appell an andere Menschen, du kannst das auch. Würde ich mich für einen Superstar halten, dann würde ich sagen, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin Cristiano Ronaldo, so wirst du nicht spielen können. Aber ich bin Bodo Schäfer und so wirst du arbeiten können. Ich bin auch der Meinung, dass jeder das eigentlich alles kann. Ja. Das ist einfach nur, jeder kann immer alles machen. Ich glaube sogar, dass ich programmieren können lernen könnte. Da ich ist kann mein zwar Glaube nicht programmieren, noch nicht stark genug. Weißt du, wie oft wir als Kind für jedes Ja, das wir hören, Nein hören? Es gibt unterschiedliche Studien. Einer sagt ungefähr 72 Mal. Du kriegst ein Ja und 72 Neins. Es ist kein Wunder, dass wir eher Dinge nicht machen später im Leben, als dass wir sie machen. Und deswegen ist es so wichtig zu ermutigen, versuchst, du hast keine Ahnung, was du kannst. Wenn wir jetzt Liegestütze machen würden, wie viel kannst du machen? 60 vielleicht. 60, du Tier. So. Ich übe die jeden Tag. Ich habe jetzt gehofft, du sagst eine kleinere Zahl. Du übst die jeden Tag. Ja. Okay, ich auch. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der das nicht macht, dann wird er vielleicht sagen, ich kann 5, ich kann 15. Und dann würden wir beide wissen, stimmt nicht. Wenn du einen Monat übst, kannst du viel mehr. 2 Monate übst, kannst du noch mehr. Und das ist das. Wir fangen nicht an zu üben, weil wir denken, wir können es nicht. Und wir wollen Menschen ermutigen, doch, fang an. Und mit Üben kannst du jede Menge, auch was du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Ich erinnere mich an so eine Story. Also bei vielen Dingen kriegt man ja immer gesagt, jetzt von den Eltern oder den Großeltern, auch ich habe von denen gesagt gekriegt, dass ich, also von meinen Großeltern zumindest, nicht von meinen Eltern, dass ich das nicht machen soll, jetzt mit diesem Unternehmertum hier, kriegen wir eben gesagt, gerade wenn wir einmal scheitern, dass man es doch lassen soll. Aber jetzt mal auf andere Dinge angewendet, die laufen müssen, zum Beispiel, dass wir auf 2 Beinen gehen. Wie oft fallen wir da als Kind hin? Ja. Und stell dir mal vor, man würde sagen, ja, nee, steh nicht, bitte nicht mehr auf, jetzt krabbeln nur noch, dann würde die ganze Menschheit krabbeln. Mhm. Und Laufen ist ein sehr komplexer Vorgang, bio- und neuromechanisch. Genau, ja. Genau. Und überleg mal, und ich glaube, dass, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass die meisten Menschen tatsächlich krabbeln in ihrem Berufsleben. Ja. Weil sie nicht den Mut hatten, wenn sie ein paar Mal hingefallen sind, wieder aufzustehen und es zu versuchen und es wirklich einfach zu versuchen. Und eins ist ja heute leichter. Wenn das Kind laufen lernt, dann muss es immer wieder versuchen, aber es kriegt es ja nicht gezeigt. Nee, ja. Aber hier ist ja die ganze Info ist ja da. Ja. Da ist ja alles da. Du musst nur den Mut haben, zu suchen und es dann zu tun. Genau. Dann gibt es so ein paar Leute, die sagen, nee, ist nicht nur Info da, sondern ich habe dir sogar ein System draus gebaut. So wie da das in diesem Buch es eben 30 Gesetze sind. Ja. Für jeden Tag im Monat eins. Liest du eins, brauchst du 5 Minuten, bist du positiv unterwegs. Das nächsten stimmt. Tag das nächste. Und das wäre vielleicht auch was für Digistore, was ich mir wünschen würde. Ja. So ein Wochenprogramm oder 30-Tages-Programm, 14-Tages-Programm. Einführung in Digistore, dass du nicht immer das Telefonat führen musst. Dass die Leute an die Hand genommen werden, weil du bist so schlau, in deiner Materie so tief drin, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, was so ein Typ wie ich alles nicht weiß. Und dann finde ich das super, wenn der an die Hand genommen wird. Ich würde mir den Kurs sofort reinziehen. Mhm. Also, dass ich weiß, was kann das abrechnungsmäßig, was kann es marktplatzmäßig, was kann es in Bezug auf Affiliates. Und das werde ich mir zu Herzen nehmen. Okay. Okay, wo wir gerade von Affiliates sprechen. Ja. Du hast ja auch ein Affiliate-Programm für dein Buch. Mhm. Du hast schon ein paar kleine Sachen erwähnt. 5 Euro Provision. Mhm. Was, wenn jemand dein Buch promoten möchte? Ja, es gibt Upsells, 35% davon. Ja, wir haben geschlafen mit Affiliates. Also wach werde ich da durch dich. Und ich kann immer nur sagen, lesen und schlaue Menschen treffen ist das Beste, was wir machen können, um aus unserer Box rauszukommen und andere Dinge zu sehen. Du hast mir angefangen, Affiliates zu erklären. Seitdem arbeitet das in mir. Okay. Weil ich bin bescheuert. Weißt du warum? Ich sitze da gestern auf dieser Veranstaltung und sehe einen Redner, prominenten Redner, der dann sagt, boah, unser Top-Affiliate, wir haben so viele Affiliates, unser Top-Affiliate hat letzten Monat 23.000 Euro verdient. Da habe ich gedacht, boah, weißt du warum? Wenn wir eine Kooperation machen, was Affiliates sein sollten, waren bei uns so einzelne Kooperationen,
haben die bis zu 150.000 gemacht in 2 Wochen. Also wir können das, wir haben auch die Programme dafür, aber wir haben gedacht, naja, und jetzt lerne ich durch dich da was ganz Neues kennen. Und ich bin ja angetreten, den Menschen das zu sagen, von dem ich denke, das wird ihr Leben ein bisschen schöner machen, ein bisschen reicher machen. Und durch dieses Affiliates-Programm, das du da hast und das wir jetzt ausgestalten, da gibt es ja ganz neue Möglichkeiten. Ja, von diesen Möglichkeiten wollen wir natürlich, dass du da auch mehr Affiliates gewinnst. Mhm. Und wie kann man dich denn da erreichen? Also wie kann man dein Affiliate-Programm kennenlernen, wenn ich jetzt Interesse habe, dein Affiliate-Programm zu promoten? Also erreichen, das macht bei uns die Yvonne Bafigo. Mhm. Okay. Das ist Yvonne, yb@bodoschaefer-akademie.de. Anschreiben, sagen, ich will da mitmachen. Ich freue mich riesig. Es ist alles geregelt. Digistore 24, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Was ich mit am schönsten finde, ist die Transparenz, die du da geschaffen hast. Jeder sieht sofort, wie ist es, das ist nicht Vertrauen, das ist einfach so. Das ist eine tolle Sache. Ja, und dann wickeln wir das ganz schnell ab. Also wir erwachen da gerade. Ich habe in meinem Leben so viele Programme geschaffen. Ich kann so viele Affiliates glücklich machen, wenn die offen sind für das, was ich habe. Ich denke, die wichtigste Voraussetzung ist, man muss mögen, was ich mache. Ich glaube, wir sollten nie was verkaufen, was wir nicht wirklich mögen, hinter dem wir nicht stehen. Also wenn jemand das gut findet, was ich mache, mich auch okay findet, dann sehr, sehr gerne. Und er muss auch in seiner Liste diese Zielgruppe haben, von der diesen Avatar, den du da beschrieben hast. Kannst du vielleicht dazu noch mal ein bisschen mehr sagen, was dein Avatar ist? Ich habe Marketingprogramme, ich habe Geldprogramme, Zeitprogramme, Führung, Positionierung, Verkauf. Also ich habe alles gemacht. Warum? Als ich damals pleite war, hat mein Coach gesagt, du musst all das lernen, was ein Kind einer reichen Familie normalerweise lernt. Dann habe ich gesagt, was lernt denn da so ein Kind? Dann hat er gesagt, naja, verkaufen. Da ging bei mir jede Klappe zu. Ich habe überhaupt nie eingesehen, warum ich verkaufen sollte. Ich wäre doch irgendwann mal so gut, dann kommen die Leute ja von alleine. Also ich habe wirklich gesponnen. Und diese Dinge, da habe ich für alles einen Kurs gemacht. Mhm. Und ich habe auch ein 7-Jahres-Programm geschaffen, in dem jemand kontinuierlich einen Schritt nach dem anderen geht. Und ja, jetzt ist alles da und jetzt brauchen wir die Affiliates. Also, für diejenigen, die sich für die Promotion dieses Buchs oder für andere Programme von Bodo Schaefer interessieren, bitte einfach sich an diese E-Mail-Adresse wenden, die werden wir hier einblenden. Und ich danke sehr fürs Zuschauen. Ich danke dir, Bodo, dass du hier warst heute. Sehr gerne. Ich sage die E-Mail-Adresse nochmal. Ja. yb@bodoschaefer-akademie.de. Und mein Aufruf, nutzt Digistore, denn ihr könnt Dinge erreichen damit, die ich nicht für möglich gehalten habe, ihr vielleicht auch nicht. Und es schafft Unmenge neuer Kunden. Danke dir. Danke.